Liebe von hier ist euer Steinbein zurück bei Oriental Empires, zurück bei unseren Shang hier, bei unserer Nordarmee, die wir geteilt haben. Ein Teil wird gen Süden marschieren, hier auf diese Stadt zu, um die einzunehmen und vermutlich auch zu zerstören, um weiterhin bessere Ausgangspositionen zu bekommen für unsere Verhandlungen mit den Weißen Die. So, wir haben aber jetzt doch wieder ein bisschen Geld und ich will das nutzen, um eine weitere Stadt auszubauen und hier diese neue, ich sag mal, Hauptstadt des Nordens. Jo, Zhongshan, die soll ausgebaut werden und dafür brauchen wir 2000 und das errichten wir jetzt. Wir gucken überhaupt mal, was jetzt eigentlich geschehen ist. Wir haben die Stadt erobert und vernichtet. Wir haben ein bisschen wieder ausgebaut. Und hier hatte ich nämlich gesehen, wenn ich das Feld ausbaue, dann komme ich an das Fischfeld ran. Und deswegen diese Stadt, Jibei, die wird unglaublich. Das wird, glaube ich, unsere größte Stadt oder ist bis jetzt, ist jetzt schon unsere größte. Mit 65. Wahnsinn. Hat jetzt auch 3,6% Wachstum. Das ist enorm. Das ist wirklich enorm. Mit der Stadt müssen wir auch noch ein bisschen was Besonderes machen. Also die will ich sicher auch noch ein bisschen aufwerten. Ein Palast und so weiter ist da Pflicht, denke ich. Okay, der Rest ist eher normal. Hier unten, die Stadt wird auch schön wachsen. Hier müssen wir sehen, hier müssten wir eigentlich auch mal bald eine Aufwertung machen für Sue, weil das soll ja unsere Militärstadt im Süden werden. Und dazu ist sie im Moment noch zu klein. Da gibt es keine Bauplätze mehr. Und da muss aber viel gebaut werden. Okay, hier hatte ich, glaube ich, ausgebaut, weil es hier ein bisschen Nahrungsmangel gab. Wie viel haben wir eigentlich bei dieser Schlacht verloren? Oh, 40 Mann haben wir verloren, aber 177 auch erledigt. Und das waren vor allem leichte Bauernspeerkämpfer und Hellebarden. Ja, beim Angriff auf die Stadt. Aber ich denke, das ist ein gutes Ergebnis hier. 40 zu 177. Das war mal ein sehr, sehr erfolgreicher, sehr, sehr erfolgreiche Schlacht. So, die Bewegung haben wir hier, glaube ich, getan, genau beim letzten Mal. Ansonsten ist im Moment auch nicht so viel zu tun. Das hatten wir, die wollten wir ausruhen lassen. Ja, mehr ist eigentlich wirklich nicht zu tun. Wir können hier weiter unsere Züge im Norden beobachten und durchziehen. Mal schauen, ob das so aufgeht. Forschung war, glaube ich, nicht. Nee. Dann geht es einfach so weiter. Stapel ohne Befehle ist korrekt. So, dann wollen wir mal schauen. Hier, oh, wir werden angegriffen. Das ist ja überraschend. Das ist ja sehr überraschend. Ich hoffe, wir haben uns hier gut aufgestellt. Der Gegner mit Streitwagen lockt uns da heraus. Wir werden von der Stadt so ein bisschen... Uiuiuiui, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber es wurde ihm offenbar zu viel. Die Frage ist, ob er auch einen Ausfall macht. So, hier kommt es zu den ersten Gefechten. Der Gegner ist zahlenmäßig extrem überlegen. 931, aber da zählen die Einheiten aus der Stadt natürlich mit dazu. Und ich weiß nicht, ob sie da rauskommen. Ist alles ein bisschen unübersichtlich jetzt. Oh, die ersten Einheiten von uns fliegen schon. Haben wir uns hier ein bisschen zu schlecht aufgestellt. Sind jetzt unsere Fernkämpfer, die noch agieren? Sind das Nahkämpfer hier? Bin ich ganz sicher. Das sind auch Fernkämpfer. Ach Gottchen. Ja, hier haben wir vielleicht ein bisschen zu wenig, um gegen eine qualitativ hochwertige Armee zu bestehen. Denn sie hatten ja nachher ihre guten Truppen herangeführt. Okay, hier haben wir wirklich verloren, muss man sagen. Es waren billige Truppen, aber wir haben verloren. Na gut, noch laufen die Kämpfe. Noch halten wir hier Stand mit ein paar Speerkämpfern. Wow, können hier einige in die Flucht schlagen, müssen aber jetzt auch fliehen. Die Frage ist, ob hier unser Heerführer noch angegriffen wird oder wie das hier weitergehen wird. Wenn ich recht sehe, fliehen jetzt alle unsere Einheiten. Nur die hier, die werden sich jetzt noch ein bisschen verteidigen. Vielleicht. Wir haben sie ja auf absolute Defensive gestellt. Die werden jetzt einfach nur zusammengeschossen. Was ist denn hier in der anderen Auseinandersetzung? Was ist da rausgekommen? Ich hoffe, da stehen wir besser da. Ja, da scheint der Feind
geflohen zu sein. Okay, also hier diese defensive Taktik oder diese defensive Stellung ist jetzt definitiv aufgelöst. Und wir können froh sein, wenn der Anführer nicht hier stirbt. Aber es sieht irgendwann schlecht aus. Er wird von allen Seiten attackiert. Er kann sich möglicherweise noch zurückziehen. Eine Einheit ist da noch. Das wäre ja ein Wunder, wenn es dann, wenn es wirklich unser Anführer wäre. Okay. Also, puh. Jetzt stehen die Weißen, die aber hier sehr, sehr stark dort. Müssen wir möglicherweise unsere Strategie ändern. Hier noch mehr Truppen nachführen. Oder diese, unsere gute Armee nach der Vernichtung dieser Stadt hier zurückführen. Ich weiß es nicht. Die Frage ist, bleiben sie weiter defensiv hier stehen oder gehen sie irgendwie offensiv vor? Ich meine, wir können uns ja durchaus auch hier in den Wald zurückziehen. Das ist auch nichts Schlechtes. Weil von dort aus können wir zumindest defensiv noch besser agieren. Ich meine, wir haben hier ein paar Einheiten, die wir noch nachziehen können. Drei gute Speerkämpfer. Müssen wir mal gucken, wie sie sich jetzt positionieren. Aha, sie kommen da auf uns zu. Okay. So, tatsächlich, ich sehe gerade, ein Anführer ist gefallen. Okay, gehen wir mal die Seiten durch. Ha, Lushi ist tatsächlich erobert worden. Grandios, dann werden wir auch die Siedlung zerstören. Und mit der Armee denke ich jetzt erstmal weiter fliehen vor den Verfolgern. Ich weiß gar nicht, wie weit wir kommen dort. Mal gucken, ob das reicht. Aber das ist ja durchaus jetzt nicht schlecht gelaufen. Dort im Norden. So, und ich habe es wieder nicht hingekriegt, diese beiden Armeen hier irgendwie zu verbinden. Ich kapiere es nicht. So, die sind ein bisschen angeschlagen durch diese Kämpfe, aber hier ist auch nicht mehr viel über. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich denke, die Aufstellung ist soweit in Ordnung. Die gehen einfach knallhart weiter dadurch. Das ist gut und sie folgen auch einfach weiter. Die hängen halt dann immer ein bisschen hinterher. Ist halt so jetzt. So, ihr sollt euch einfach erholen. Das heißt, wir müssen noch mal gucken, wie wir die dann positionieren. Ja, ich würde mal sagen, wartet mal. Wir stellen sie auf Unterstützen. Und wir stellen sie komplett auf Unterstützen. Und können sie von mir jetzt noch ein bisschen drehen? Wenn, dann droht ja Ungemach dort aus Süden, aber ich glaube nicht, dass sie da belästigt werden. So, die Stadt werden wir auch noch nehmen. So, und jetzt, was machen wir hiermit? Da ist jetzt nicht mehr viel über. Und vor allem unser Anführer ist gestorben. Beziehungsweise gucken wir uns erstmal die anderen Sachen an hier. Wir haben erstmal einen Fortschritt im Bereich Macht. Das ist gut. Getreidewechsel. Die fünf heiligen Körner, die seit Ewigkeiten angebaut werden, sind Hirse, Weizen, Reis, Sojabohnen und Sesam. Sie werden zu verschiedenen Zeiten oder in unterschiedlichen Klimas angebaut. Man sollte sie auch nicht immer am selben Ort anbauen, da die Qualität sonst zunehmend sinkt. Darum ist es wichtig, die verschiedenen Getreidesorten abwechselnd anzubauen, um die Erträge zu erhöhen. Genau, das haben wir jetzt gelernt. Und das führt zu erhöht die Nahrungsproduktion von Bauernhöfen. Das ist wichtig, weil das erhöht unser Wachstum und damit wiederum unsere Einnahmen. So, jetzt ist die Frage, wie gehen wir weiter? Verbesserte Mauererrichtung. Ja, da wir haben überhaupt, glaube ich, nur in einer Stadt überhaupt erstmal den normalen Erdwall. Es wäre Quatsch, jetzt auf den hohen Erdwall zu gehen. Militärtheorie. Wir können einen weiteren Strategen ernennen. Ist ansonsten eine Sackgasse oder wir gehen weiter bei den Belagerungswaffen. Bessere haben wir dann. Aber wir machen doch mal den Zwischenschritt mit der Militärtheorie. Das finde ich schon in Ordnung. So, Krankheitsausbruch hier unten. Das ist schade. Unruhen dadurch erhöht. Wie sieht's aus? Irgendwas Gefährliches in der Stadt? Nein. 49 und 0, das ist okay. So, dann haben wir einen neuen Charakter bekommen. Okay, der kann unsere Armeen anführen und den werden wir, glaube ich, dann auch direkt in den Norden beordern.
Also wenn, dann wird er da gebraucht. Ist allerdings ein weiter Weg bis dahin. Wir bringen ihn erstmal hier hin, dann sehen wir weiter. Ja, der Anführer ist leider, leider gefallen. So, da haben wir eine Siedlungsaufwertung hingekriegt. Und das sind den Schlachtbericht. Schauen wir uns mal an. 10 zu 27. Das ist in Ordnung. Ja. Und hier... Hier haben wir viel verloren, 242 zu 159. Ja gut, es waren aber auch wirklich nur die schwächsten denkbaren Einheiten dort. So, und jetzt ist die Frage, zieht diese Armee jetzt in den Süden? Wie positionieren wir uns jetzt? Können wir möglicherweise in diesem Wald? Schaffen wir nicht. Wir könnten hier auf diese Hügel. Wie ist die denn aufgebaut? Das sind auch nur einfache Stammessperrkämpfer. Aber in großer Zahl. Also, puh. Wie ist hier unten der Stand? Seid ihr schon wieder... Die sind schon maximal erholt. Die sind fast. Ich würde mal sagen, die bringen wir dann schon mal in Richtung Norden. Wir müssen jetzt irgendwie uns verteidigen. Gehen wir mal da auf die Hügel. Vielleicht bringt das ja was. Und drehen uns so rum. Und gehen allgemein auch mal hier auf unterstützen oder verteidigen. Machen wir das mal so. Die stehen aber in zweiter Reihe, bitte. Und ihr kommt noch in die erste. Ja, und dann versuchen wir mal unser Bestes, dort irgendwie noch ein bisschen die Stellung zu halten. Mal gucken, ob es zur nächsten Schlacht dort kommt. Ja, gut. Das haben wir alles beordert. Oder sollten wir überlegen, ob wir möglicherweise hier neue Einheiten noch rekrutieren. Ich meine, wir sind bei plus 974. Allerdings will ich auch dieses Edikt raushauen. Wir müssen möglicherweise hier ein bisschen Qualität noch reinbringen. Hm. 30. 15. Ich meine, wir bringen drei davon hoch. Dann kommt noch der Anführer, ist 4. Und wir haben dort oben noch 4 Einheiten. Es ist fast... Ich würde mal sagen, wir lassen es erstmal. Wir werden aber jetzt dieses Edikt umsetzen. Wir haben jetzt, glaube ich, genug Plus, um das durchzuziehen. Zentralverwaltung kostet uns 500 also pro Runde und bringt jetzt erstmal die Adligen in Unruhe, aber insgesamt reduziert die Unruhe unter den Bauern und wir werden das jetzt erlassen. Und wir bekommen auch noch einen neuen Charakter, der uns helfen wird. Plus 474 jetzt, das ist, glaube ich, einigermaßen okay. Gut. Mehr ist das... dann im Moment nicht zu tun. Die Kavallerie erholt sich hier. Die hatten wir zurückgeschickt, weil das der einzige Ort ist, wo sie sich erholen kann. Dann können wir sie irgendwann auch wieder in den Norden bringen. Zu spät ist es sicher noch nicht, weil dieser Krieg zieht sich, wie wir merken. Ja, ich denke, nach so einer Schlacht brauchen wir auch diplomatisch jetzt im Moment erstmal nichts probieren. So, dann wollen wir mal sehen, wo geht's hier wieder weiter. Okay, die greifen tatsächlich nochmal an. Aber das sollte eigentlich gut laufen. Oh ja. Die Bogenschützen machen hier echt richtig gute Arbeit. Das sind, glaube ich, auch die guten Bogenschützen. Und ihr könntet euch jetzt mal umdrehen, oder was ist das hier? Ja, machen sie auch. Sieht ein bisschen komisch aus, was hier passiert, aber der Gegner ist schon hin. Okay, das war kein Problem. Werden wir hier verfolgt? Das ist die große Frage. Es sieht so aus, sind die ein bisschen nach vorgerückt? Ich glaube, wenn, dann nur ganz, ganz wenig. Das ist erstmal ein gutes Zeichen. Sie gehen also noch nicht in die volle Offensive. Sehr schön. Wir hingegen stehen jetzt schon vor Chaidi und können das nächste Mal auch diese Stadt erobern. Ich will mal ganz kurz gucken, wie ist hier der Erholungs... Es geht sehr, sehr, sehr langsam voran. Aber es ist, wie es ist.
wir gucken jetzt mal hier um die Ecke, werden da verfolgt, das ist in Ordnung. So, was haben wir hier? Fortschritt Wissen. Berittene Bogenschießkunst. Oh, sehr schön. Wir haben neue Einheiten, die wir rekrutieren können. Leichte und schwere berittene Bogenschützen. Und Edelmänner reiten Pferde als neues Edikt. Gucken wir uns gleich an. Ein berittener Bogenschütze genießt viele Vorteile auf dem Schlachtfeld gegen Infanterie oder Streitwagen. Kann auf kurze Distanz heranreiten und eine Geschosssalve abfeuern und sich dann beinahe gefahrlos zurückziehen. Diese Strategie kann gegen schwerere, weniger mobile Kavallerie ebenfalls eingesetzt werden. Allerdings erfordert es eine gute Technik und sehr viel Übung, ein Pfeil zielsicher von einem Pferd aus abzufeuern. Nur Nomadenstämme konnten eine große Anzahl von ausreichend ausgebildeten berittenen Bogenschützen ins Feld führen. Ja, jetzt gucken wir uns kurz mal erstmal an das neue Edikt oder die neuen. Schaut mal, wir haben jetzt viele, viele Möglichkeiten. Wir gucken erstmal, Edelmänner reiten Pferde. Aha, dadurch werden wir die Streitwagen los. Das finde ich insofern gut, weil die Streitwagen haben sich irgendwie als nicht besonders erfolgreich erwiesen. Wir ändern also diese gesamte Politik. Wir erlassen jetzt auch dieses Edikt. Okay. Dann schauen wir uns jetzt mal an, was das bedeutet eigentlich jetzt hier in den Städten. Vielleicht mal da in unserer wichtigsten, in unserer Hauptstadt. Was können wir denn jetzt rekrutieren? Aha. Aha. Wir haben jetzt also adlige Kavallerie, die wir, glaube ich, in allen Städten jetzt so rekrutieren können. Ja, tatsächlich. Also das ist jetzt die Standard-Adelseinheit und ich denke, das ist auch gut so. So, und jetzt gucke ich mal, was hat sich jetzt neu ergeben. Kommen wir mal nach hinten zurück. Ja, hier. Aha, das ist neu. Die leichten berittenen Bogenschützen. Kosten genauso viel wie die normale Kavallerie. Ja, und sind eben mit Fernkampfangriff ausgestattet. Im Vergleich zur normalen haben die Fernkampfangriff 6 und die haben 4. Okay. Das heißt, der Fernkampfangriff ist nochmal besser. Gut, sehr interessant. Werden wir sicher bei Gelegenheit nutzen werden. Was hat sich noch getan? Aha, ein neuer Charakter. Genau, wir müssen mal rausgehen hier. Das ist dieser Beamte, den wir bekommen haben. Dieser Mann hat große Bekanntheit erlangt und kann jetzt eine Armee anführen oder eine Stadt regieren. Setzen Sie seine Talente weise ein. Ja. Also, der Rennwert dieses Mannes verringert Unruhen in Siedlungen, in denen er untergebracht ist, um 20. Ich denke mal, den werden wir jetzt auch als Gouverneur gewissermaßen einsetzen. Im Moment in der Hauptstadt, wo er jetzt dafür sorgt, dass wir nur noch 45 haben. Oh Gott, aber wie hoch muss denn hier die Unruhe sein, wenn das trotz dessen so ist? Ja, Arbeitsdienst, lokale Faktoren. Und der Drückung haut jetzt hier 20 rein und ist trotzdem noch so hoch. Wow, okay. Gut, hier kommt die Zentralverwaltung, aber das ist kein Problem. Das ist gar kein Problem. Ich würde mal sagen, er bleibt vorerst in der Hauptstadt. Das gefällt mir. So, dann haben wir hier Bauernhöfe, Bauernhöfe, Bauernhöfe. Und dieser Schlachtbericht 9 zu 14, das war nicht besonders spektakulär. So, ich würde mal sagen, wir machen jetzt noch keine diplomatischen Bemühungen weiter, sondern ziehen diesen Angriff, setzen den weiter fort. Und hier müssen wir einfach mal überlegen. Ich denke, wir sollten uns weiter zurückziehen. Und zwar versuchen wir mal in den Wald zu kommen und uns dann in Richtung der Feinde zu drehen. So müsste es richtig sein. Und dann warten wir hier unten ein bisschen auf Verstärkung. Den haben wir schon einen Marschbefehl gegeben. Hier dauert das noch ein bisschen, ehe der vollständig ersetzt ist. Gut. Okay. Die Kavallerie kann dann auch in den Norden kommen. Das geht einigermaßen zügig. In 4 Runden oder so ist sie da. Und dann haben wir ja noch den Anführer. Ja, so dass wir dann langsam mal sicher ein zweite anständige Armee wieder dort zusammenbekommen. Und dann müssen wir überlegen, ziehen wir jetzt mit dieser Armee. Ich würde fast sagen, wir müssen. Hier oben haben wir ja die Stadt erledigt. Wir werden dann mit dieser Armee, wenn wir die Stadt haben,
werden wir dann hier hinziehen und wenn wir dann zwei große Armeen haben, dann werden wir doch hier diese Schlacht aufnehmen. Es scheint mir so zu sein, als müssten wir diese Entscheidungsschlacht einfach jetzt nochmal erzwingen. Okay, soweit der aktuelle Stand. Wir sehen uns wieder in der nächsten Runde. Bis dann, macht's gut, euer Steinballen.